Was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, wie versprochen, wollen wir euch eine Roomtour geben von diesem riesigen Katamaran Lagoon 62. 62 Fuß heißt, ich habe mir ein paar Zettel aufgeschrieben, 10 Meter breit, 18,90 Meter lang, glaube ich. Aber ich gucke noch mal einmal. 18,90 Meter lang, genau. Ja, genau, ist auf jeden Fall ein Riesenteil und heute führen wir euch mal rum. Wir sind hier oben an Deck, quasi auf der die Bridge. Flybridge. Und man sieht zwei Steuerräder an beiden Seiten. Und ja, man hat hier mega viel Fläche, kann hier entspannt abhängen. Da hat man auch noch eine Couch. Und wie ihr seht, im Hintergrund richtig, richtig viel Solar. Und man sieht einmal die Starlink-Anlage, die wir haben. Und einmal die maritime Starlink-Anlage, also hier ist man komplett ausgestattet und man hat zum Beispiel sogar hier nochmal die Displays und Autopilot-Infrarot-Kamera. Man kann also nachts übers Meer gucken, man sieht die Leute, weil die halt ein bisschen warm sind, ob da einer schwimmt oder ob da ein Boot ist und was auch immer. Und mit einem 30-fachen Zoom, richtig krass, habe ich vorher auch noch nie miterlebt. Und natürlich kann man hier alle Instrumente bedienen, von Map bis zur Geschwindigkeit, Tiefe, Wassertemperatur, alles mögliche. Hier sieht man dann, ist nochmal eine Couchfläche und hier oben sind natürlich überall immer so Boxen, hier sind ganz viele Sportutensilien drin, weil hier oben kann man mal richtig geil ein bisschen Sport machen. Kann ich da dran hängen? Ein paar Klimmzüge, das geht schon. Und ja, jetzt drehen wir uns mal um. Hier bedient man natürlich auch die Segel. Vier richtig fette Winschen, die sind natürlich elektrisch, aber ich werde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, ob ich das manuell hochziehen kann, das Großsegel oder die Genoa rausziehen kann. Und ja, hier hat man dann nochmal eine Liegefläche, richtig verrückt, aber auch diese Winschen, wie riesig die einfach sind, ne? Das ist einfach heftig. Hier kann man einmal im Sport auch ein paar gute Dips machen immer. Tilo nutzt das ganze Boot als Sport. Und wenn man hier nochmal aufmacht, es gibt natürlich überall immer so Luken und Öffnungen. Ist hier nochmal ein Kühlschrank. Kühlschrank mit Drinks, damit man hier auch nicht verdurstet. Ja, sehr, sehr verrückt. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt weiter runter. Los geht's. Hier kommt man in den unteren, hinteren Außenbereich. Riesiger Tisch mit einfach normalen Stühlen, die man hier hinstellen kann. Hier kann man easy zu 6, 7, 8 sitzen und essen. Und ja, hier hinten hat man dann nochmal eine richtige fette Couchfläche ohne Ende Platz. Und hier da ist dann auch über Luken. Genau, da drunter sind überall Luken. Hier ist nochmal Kühlschrank. Hier hat man quasi so eine kleine Außenküche. Waschbecken, kann man grillen. Und wie man sieht, hinten das Beiboot, das mit so einer Hebebühne, die kann man ins Wasser runterlassen. Die war ja letztens kaputt, das seht ihr im nächsten Video nochmal, weil wir jetzt einen kurzen Vorsprung sind und davor die ja repariert haben. Also werdet ihr noch sehen. Auf jeden Fall ist die Hebebühne jetzt wieder heile und das Ding ist wieder drauf. Einfach mit einem 60 PS Motor, da kannst du ganz easy hinten wakeboarden und ein bisschen Spaß mit haben. Am Anfang hatten wir ein kleines Beiboot und nur Paddel das erste Jahr oder anderthalb Jahre. Aber mittlerweile sehe ich schon ein, dass so ein Beiboot mit einem vernünftigen Motor, einer Hartschale ist schon ganz geil, weil es macht schon viel aus, wenn man mal erkunden will, in kleine Flüsse rein, Mangrovenwälder oder einfach an den Klippen entlang, ist so ein Beiboot schon richtig geil, wenn man nicht nur paddeln muss. Und damit kannst du natürlich überall hin und richtig krasse Sachen erkunden. Ja. Wir paddeln ja auch nicht. Ja, wir paddeln jetzt auch nicht mehr, aber die ersten anderthalb Jahre haben wir gepaddelt. Dann kommt man hier hin. Es gibt zwei Motoren mit jeweils 110 PS. Das ist natürlich beim Katamaran immer sehr, sehr entspannt, dass man eine gewisse Redundanz hat. 100 natürlich auch Platz ohne Ende, um daran zu arbeiten. Sehr entspannt ist hier natürlich auch, dass man direkt mit einer Treppe unten zum Wasser kann. Dann gibt es so eine kleine Flybridge. Und Flybridge, warum nenne ich alles Flybridge? Gangway. Gangway. Gibt es so eine kleine Gangway, um an Land zu kommen. Und jetzt gehen wir nach vorne aufs Deck. Geht man hier eine Treppe hoch.
Hier, richtig geil, zwei Seabobs, die haben schon richtig Power, damit kann man richtig ballern, bin ich auch mal gespannt. Und ein bisschen unter Wasser diven, kann man mal eine GoPro dranhängen und mit Taucherbrille richtig die Unterwasserwelt erkunden. Und ja, man geht hier nach vorne, wieder Platz ohne Ende, wieder Liegemöglichkeiten, man hat einfach überall Liegemöglichkeiten. Und dann gibt es hier vorne zwei Kabinen, wo man nur von hier rein kann, mit einer Toilette noch und so einer kleinen Treppe runter, kann ich ja mal aufmachen. Da ist jetzt Segel gerade drin und so, aber ja, da kann man quasi auch wohnen. Gibt es ein Waschbecken, Toilette, Bett, aber ist natürlich alles viel kleiner als drin, das werden wir aber euch gleich noch zeigen. Dann gibt es hier natürlich das typische Trampolin, zwei große Netze und Ankerwinch, fetten Anker. Und dann gibt es die Genua, ein Jib und das Mainsail. Und das sind insgesamt 420 Quadratmeter Segelfläche. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Und hier ist jetzt das Herzstück von der Energie her, meine ich. Weil hier sind die ganzen Batterien. Das muss ich euch auf jeden Fall zeigen, weil das ist einfach nur krank, was für eine Power hier eingebaut wurde. Das sind sogenannte LiFePO-Akkus, das heißt Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Die sollen besser sein als nur die normalen üblichen Lithium-Akkus, weil die nicht abfackeln können oder nicht heiß werden. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich da nicht aus, das wurde mir gesagt so. Und das sind insgesamt 4200 Ampere, die da unten drin liegen, heißt 108 kW-Stunden. Das ist schon heftig, oder? Wie viel Energie braucht man denn hier? Es sind schon viele Displays, Starling, dann Spülmaschine, Waschmaschine, das werden euch gleich noch alles zeigen. Ist halt wie ein Haus und da braucht man natürlich auch Energie. Und für den Notfall ist da sogar noch ein fetter Generator, der wird aber eigentlich nie benutzt, wurde uns gesagt. Hinten ist noch ein kleinerer, der wird manchmal benutzt. Und ja, dann gibt es natürlich das übliche SUP und dann gehen wir weiter rum und jetzt gehen wir mal rein, oder? Wir sind ja momentan in Calafate und sitzen hier so ein bisschen fest mit dem Boot, weil wir auf das richtige Wetterfenster warten, um nach Mallorca zu segeln. Und wir waren hier schon ein bisschen unterwegs, die Insel ist aber relativ klein hier und womit wir uns auch in letzter Zeit die Zeit vertrieben haben, ist das hier. Das ist ein 3D-Puzzle von Magic Holz, was wir hier zusammengebaut haben. Es gibt bei Magic Holz richtig viele verschiedene 2D- und 3D-Puzzle, Modellbausätze, Murmelbahnen und Rätselboxen. Falls wir noch länger warten müssen oder auch für eine lange Etappe, haben wir hier noch diesen fetten Globus vor uns. Der dauert 5 bis 9 Stunden, also ein größeres Projekt als das Boot. Und der kann sogar leuchten, richtig cool. Mit unserem Code BLUEHORIZON bekommt ihr übrigens 20%. Die Sachen von Magic Holz sind perfekt, wenn man mal irgendwie eine Auszeit braucht vom stressigen Alltag oder auch wenn man mit Freunden Bock hat, so ein bisschen was zusammenzutüfteln. Macht richtig Spaß. Man brauchte auch schon für das Boot jetzt auf jeden Fall ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es macht mega viel Spaß und es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, das kann man sich also vorher aussuchen. Außerdem gibt es bei Magic Holz ein 100-Tage-Rückgaberecht und ein gratis Versand ab 35 Euro innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, mit unserem Code BLUEHORIZON bekommt ihr 20% auf das gesamte Sortiment und auf alle laufenden Rabattaktionen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, also guckt auf jeden Fall da mal vorbei. Viel Spaß! Was ich auch noch mal sagen kann, insgesamt 38 Tonnen wiegt das Boot. Und ja, es hat, oh, auch hier kann man reinfallen, 2x700 Liter Dieseltanks, 2x480 Liter Wassertanks, die sind hier, die kann man easy befüllen, und 2x60 Liter Boiler, damit man auch warm duschen kann. So, jetzt gehen wir mal rein. Auch hier drin alles übelst groß, natürlich, und es fühlt sich fast nicht mehr so richtig an, als wenn man auf einem Boot wäre, finde ich, sondern eher so ein bisschen wie eine entspannte Wohnung eigentlich, mit der man hier von A nach B fahren kann, also richtig krass. Und steht hier direkt, wenn man reinkommt, in der Küche und hat hier so eine fette Kücheninsel, die ich richtig chillig finde. Und in der Kücheninsel befindet sich dann auch irgendwie so ziemlich alles, was man braucht, ganz viel Stauraum, Gefrierschrank, Kühlschrank und Thilos großer Traum. Geil! Eine Spülmaschine. Hier ist einmal Gefrierschrank, der erste. Und der erste Kühlschrank. Ofen haben wir auch nicht. Ein ganz entspannter, normaler Elektroofen. Und es wird mit Gas gekocht. Genau, wo die Gasflaschen sind, weiß ich gar nicht genau gerade. Ich glaube, die sind irgendwo draußen in irgendeinem Gasshop. Dann gibt es hier zwei große Spülbecken, die auch ziemlich cool sind.
Und zwar gibt es diesen Wasserhahn, den Thilo so besonders toll findet. Und zwar kann er nämlich einmal hier spülen und einmal hier. Hat er so eine entspannte Brause, damit man richtig hier wirtschaften kann. Genau, dann jegliche Küchengeräte. Man hat hier natürlich ultra viel Platz für alles. Ne? Also es gibt einen Mixer, es gibt einen Sodastream, einen Toaster, einen Entsafter. 1000 irgendwelche Geräte, Wasserkocher und dann jetzt hier, passt mal auf, auch nicht selbstverständlich auf dem Boot, muss man sagen. Bisschen auf. Ein Waschtrockner. Chillig. Kann man also Wäsche waschen und auftrocknen. Genau, und dann hier ganz normal halt wie in einer normalen Küche. Stauraum, Schubladen und so weiter. Steckdose hier. Ich weiß, wie die rausgeht. Ich will es mir nicht kaputt machen. So, und jetzt zeige ich euch noch den krassesten Hack an dieser Kücheninsel. Die hat nämlich noch was richtig Krasses. Zeig her. Man schneidet hier drauf nicht nur, was man kochen will, sondern, jetzt passt mal auf, man kann hier auch ganz lässig einfach mal das Abendkino ausfahren. Ne? Dann kommt da der Fernseher raus und es ist keine Kücheninsel mehr. Das ist schon verrückt, oder? Heftig, heftig, heftig. Und dann kann man nämlich, da kommen wir hier zum zweiten Teil des Raumes, hier ganz entspannt entweder essen oder sitzen. Hier gibt es eine ganz große Couch, wo man hier chillig mit ein paar Personen sitzen kann. Und diese Tische, die man hoch und runter fahren kann. Und ausklappen kann. Dann kann man hier eine ganze Liegefläche rausmachen. Pass mal auf, man kann das hier... Oh, falscher. Man kann die Tische halt hoch und runter fahren und halt dann auch, wenn man das möchte, ganz nach unten fahren, um dann eine große Liegefläche daraus zu machen. Und man kann aber auch, wenn man jetzt hier einen großen Tisch braucht, alle zusammen, dann kannst du das hier so ausklappen, drehen und dann hast du hier echt einen entspannten, fetten Tisch, ne, wo du sitzen und essen kannst. Und man sitzt halt immer auf dem Sofa, ne? Aber es ist eigentlich entspannt. Und man kann den ja auch noch mit ausklappen, dann auch drehen und dann beide runterfahren und dann hier nochmal Matratzen hinlegen, dann hat man hier eine riesen Liegefläche. Ganz genau. Wenn man dann hier weiter durchgeht, dann sitzt man hier direkt am Navigationstisch, ich weiß nicht, ob man das hier noch so nennt, und hat hier auf jeden Fall keine Papierkarten mehr, sondern zwei fette Bildschirme, wo man alles in Übersicht hat. Da hat man alles drauf, die Karte, das Radar. Da sieht man über AIS die anderen Boote. Dann sieht man da drauf, man kann sich das so ziehen, immer wie man möchte, von den Bildschirmen her. Dann kannst du zum Beispiel hier auch die Kamera, die oben am Mast fest ist, festmachen und siehst dann drumherum alles, was abgeht. Irgendwie, ob da fette Wellen kommen oder ob vielleicht irgendwas im Wasser schwimmt, was dir entgegenkommt, was auch immer. Du hast hier auf jeden Fall Kontrolle über alles. Dann hast du hier nochmal Funkgeräte, kannst mit diesem Gerät hier oben den Autopiloten bedienen. Das heißt, du kannst von hier aus eigentlich steuern, wenn jetzt draußen irgendwie schlechtes Wetter ist und du sagst, ich will den Kurs anpassen, dann nimmst du dieses Gerät hier und machst das einfach, was auch ziemlich entspannt ist, finde ich. Genau, dann hier noch die ganz normalen Geräte, Windzeugs und alles, was man eben so braucht beim Segeln. Habe ich noch was vergessen? Nö, die Kaffeemaschine. Genau, dann gibt es noch eine DeLonghi-Kaffeemaschine und ein Brotbackautomat. Was ist das hier? Ja, ne? Zum Brotbacken, glaube ich. Zum Brotbacken, Kaffeemaschine. Dann sind hier zwei Tablets, einmal zum, hier um alles zu überprüfen oder im Blick zu haben. Zum Beispiel kann man die hier Tanks dann sehen, wie voll die Tanks sind, welchen Wassertank man nachfüllen muss. Und hat das eigentlich so ganz gut im Überblick, bei so einem großen Boot ist das natürlich wichtig. Und Elektronik und so, also ist schon alles ganz gut gemacht. Hier gibt es noch so zwei kleine Displays, mit denen man die Klimaanlage oder Heizung regulieren kann, weil das ist nämlich auch alles am Start. Was natürlich für Karibik ganz geil ist, wenn man es hier drin geil machen kann. Die Musikanlage? So. Ach, die Musikanlage, genau. Zwei fette Boxen von Bose. Auf jeden Fall haben wir hier heute Morgen schon laut Mucke gehört. Richtig geil. Funktioniert gut. Mach doch mal an. Achso,
Währenddessen hier sieht man natürlich noch das Stromsystem, wie viel reinkommt und alle Geräte. Das ist natürlich ziemlich smart, sehr, sehr geil. Leonie, ready? Ja. Nochmal währenddessen, wo ich hier sehe, dass das alles im Hintergrund überbelichtet ist. Stopp! Das dürfen wir hier nicht abfilmen. Okay. Das ist GEMA, GEMA geschützt. Ja, wir sind auf jeden Fall überall, wenn man das mal guckt, kleine Boxen noch so eingelassen von Bose. Und dann hat man hier eigentlich ein richtig geiles Soundsystem, wenn man hier drin steht. So, dann gibt es hier nochmal kurz zum Schluss überall noch Belichtung, die du hier mit solchen Fernbedienungen heller und dunkler dimmen kannst. Licht ist auch schon immer. Und rot machen kannst, bei Nacht ist das ganz geil. Faktor. Ah, jetzt. Jetzt ist es so rot. Oder rosa so ein bisschen, auf jeden Fall. Genau, und hier oben ist genau Lüftung, also Klimaanlage und Heizung, je nachdem, was man braucht. Überall. Ja, ich glaube, soweit hätten wir es dann hier erstmal. Und dann gehen wir einfach direkt mal hier runter, oder? Ja. Und zwar hier lang. Hier kommen wir als erstes vorbei an dem zweiten großen Kühlschrank. Und der geht gar nicht richtig zu, wissen die das? Und dem Gefrierschrank. Auch groß. Und dann hier. Weiß ich gar nicht, was hier drin ist. Ah, ein Bad. Mit Toilette und Dusche. Also ganz entspannt. Sogar relativ groß. Und dann geht man hier durch hier so ein bisschen. Ich glaube, Abstellkammer. Wird als Abstellkammer genutzt. Hier könnte man aber auch entspannt schlafen. Großes Schlafzimmer. Hier Schränke, Fernseher und noch ein nächstes Bad. Warum auch immer, weil da ist ja eigentlich irgendwie eins. Nochmal Bad mit Dusche und Toilette. Aber ist eher hier so Abstellkammer jetzt gerade. Und Werkzeugraum. Genau, und, so. Und Werkzeugraum. Aber ist quasi dieselbe Kabine, wo wir jetzt schlafen. Da kommen wir jetzt ja, hin. Ja, ein bisschen unterschiedlich, ne? Weil guck mal, bei uns könnte, kann man auch noch sitzen und so. Stimmt. Ist hier gar nicht. Weil hier noch dieses Bad mit drin ist. So, und dann gehen wir mal rüber zu der Kabine, wo wir im Moment schlafen. Da ist nämlich ein Bad und deswegen ein bisschen mehr Platz hier zum Leben. Stimmt. Hier haben wir nämlich Schränke und hier so einen kleinen Tisch, wo wir hier sitzen können, um zu arbeiten. Fernseher, wo man einerseits halt Filme und so drauf gucken kann und aber glaube auch so Wind und Cartoon so drauf hat. Ich weiß es nicht 100%, aber wäre natürlich geil. Oder? Meint die nicht? Ich glaube schon. Du kannst alles darauf schalten, weil der ist auch ziemlich smart. Und das Krasse ist, weil hier Starlink ist, kannst du rein theoretisch Netflix streamen, alles Mögliche hier, während du unterwegs bist, genau, auf dem Bett. Genau, hier ist das fette Bett. Guckst du das? Das ist einfach nur heftig. Hier schlafen wir. Hier oben ist Lupe, können wir lüften. Zwei Lampen. Richtig entspannt. Wir haben jetzt hier auf See auch schon eine Nacht gepennt und ich finde, das hat ziemlich gut geklappt. Also das ist auf jeden Fall sehr bequem und komfortabel, muss man sagen. Licht, Klimaanlage, Heizung, alles da. Und hier drunter, genau, die kann man jetzt nicht aufmachen, dann braucht man nicht. Hier drunter ist halt die Bilge und der Tiefenmesser, Glocke und so, Echolot, also Bootskram, Fenster mit Jalousien und so. Ja, mal runter. Ja, ist gut. Machen. So, und dann haben wir hier einmal so einen fetten Spiegel. Und unser Bad. Ganz normales Bad. Willst du einmal reingehen? Toilette, ja, Dusche. Ja, geh mal in die Dusche. Toilette, Dusche und Waschbecken und Spiegel. Hier können wir wegen dem Wasser, Warmwasserboiler, der ziemlich fett ist, einfach so lange warm duschen, wie wir wollen. Wir und haben Watermaker und jetzt gerade sind wir im Hafen, also haben eh endlos Wasser und genau. Und man kann sich sogar hinsetzen bei der Dusche. Genau, man kann sich auch sie hinsetzen, weil es ja dann doch manchmal ein bisschen wackelt. Jetzt, Leute, gehen wir in die eigene Kabine. Du kannst mal erzählen, Bereich. Dass wir hier zu viert sind und die... Wir sind hier zu viert, die beiden Eigner, also die sind auch ein Pärchen, ein Mann und eine Frau. Und genau, die haben uns gefragt, ob wir mit denen Bock haben, eben zu segeln. Und deswegen segeln wir das Boot zu viert. Die sind jetzt aber gerade nicht da. Aber wir dürfen hier natürlich einmal filmen, wo alles
alles abgeklärt. Und deswegen zeigen wir euch jetzt mal einmal deren Bereich. Und der ist richtig geil auch, muss man schon sagen. Ist also zu krass. Schon. Hier haben wir einmal genau deren Bett, fettes Bett, fette Schrankwand, Fenster. So ähnlich wie bei uns drüben, aber jetzt geht's hier weiter. Man hat dann hier erstmal noch einen kleinen Schreibtisch oder Navigationstisch, je nachdem, wofür man es braucht. Einen fetten Spiegel und dann hier so ein offenes Badezimmer, was ich auch schon ziemlich lässig finde. Mit zwei Waschbecken, zwei Spiegelschränken und einfach einer riesigen Regendusche, die einfach richtig groß und chillig ist, mit Fenster noch nach draußen. Hier. Zack. Schon ziemlich cool. Und hier auch zwei Ausgänge nochmal. Ausgänge oder Hüften. Genau, hier kann man auch halt nochmal rausgehen. Ich mach das jetzt mal zu. Und hat dann hier angrenzend auch direkt natürlich noch eine Toilette. Und Licht an. Aha, aha. Okay, so, das war's hier. Gehen wir noch einmal rüber. Jetzt gehen wir in die letzte Kabine. Es gibt, das ist halt schon chillig, du hast oben eine riesige Fläche zum Leben und dann nochmal vier so Rückzugsorte, wo du einfach nur für dich sein kannst. Das ist jetzt heißt, quasi ein doppelter Rückzugsort. Ganz easy, acht Leute pennen. Hier ist nochmal ein bisschen anders als drüben. Auch nochmal ein fettes Doppelbett und hinten sind die natürlich niedriger. Dann hat man hier dieses Gefühl zur Decke nochmal ganz anders. Das ist natürlich viel wohnlicher. Bei uns ist es ein bisschen niedriger, aber bei uns im eigenen Boot, da pennen wir fast mit dem Gesicht direkt an der Decke. Und hier hast du natürlich auch nochmal die Treppe und hier kannst du auch raus und richtig fett die Fensterfront aufmachen. Und hier nochmal Fenster und nochmal ein Fernseher. Kannst hier auch gucken wie üblich. Alles genauso eigentlich. Aber jetzt kommt nochmal das heftigste Zimmer für mich persönlich. Eigentlich das allerkrasseste. Das weil hier man noch? Muss ja auch, was wenn man. Hier noch? Ach ja, kurz vorher nochmal ein Bad. Ja, sieht aus müssen wie wir euch jetzt sieht nicht aus zeigen. Wie alle ich schneide einen Shot drüber, sieht aus wie das andere Bad hier. Aber man muss natürlich auch gut arbeiten können. Das ist bei uns auch nicht so einfach. Immer sehr wackelig alles und man muss sich immer einen Spot suchen. Aber hier ist das natürlich ein ganz, ganz anderes Level. Das ist ein. Warte, jetzt machen wir hier Licht an. Dann kannst du hier Licht anmachen. Kannst auch noch dimmen, wenn du willst. Und hast alle Funktionen. Zwei richtig fette Bildschirme zum Cutten. Ein Traum. Kannst alles öffnen. Und dann ist hier natürlich quasi ein richtiges Studio, wenn man streamen will, den Sound. Und er hat hier noch quasi ein kleines Musikstudio. Hinten die Gypsy-Gitarre. Hier nochmal ein Piano, Mikro. Da ist eigentlich Fenster, also total wichtig. Ja, genau. Auch, hier kannst du das Fenster aufmachen. Richtig, 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 richtig krass, ey. Hier hast du auch einfach nur noch Bock zu arbeiten, oder? Einfach richtig Bock loszulegen. Und dann hier natürlich Drucker. Und hier ist nochmal ein bisschen so quasi das Gehirn, Server, nochmal ein Drucker und hier die ganzen dieser Festplattengeräte und so, diese Cloud, wo du alles hochladen kannst. Ist natürlich Hightech. Und wenn man hier nochmal guckt, ist hier eigentlich nochmal ein Bad, sogar relativ groß mit Dusche. Ist natürlich jetzt auch für Stauraum. Insgesamt, wenn man die zwei Bäder, die nicht richtig Bäder sind, aber wo man auf Toilette gehen kann, sich die Hände waschen kann, ganz vorne in den Spitzen von den beiden Rümpfen. Dazu rechnet sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäder. 8 Bäder, das muss man sich erstmal reinziehen. 8 Stück. Und ja, ich finde es einfach nur krass. Wir werden sehen, ob das Teil dann auch überhaupt noch segeln kann. Was ist das für eine Uhr? Ja, das ist eine fette Uhr. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wir werden, das ist jetzt erstmal die Roomtour. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, noch irgendwas wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen, alles zu beantworten. Und ja, es ist einfach ein fancy Boot, eine ganz andere Liga. Ich kann ja einmal den Preis verraten. Es kostet so, es ist variabel. Hier ist eine krasse Elektronik eingebaut, nochmal gut was reingesteckt. Es kostet so um die 2 Millionen. Man kann auch manchmal 3 Millionen bezahlen. Und ja, so um dem Preisrahmen liegt dieses Boot.
Und ja, das ist erstmal die Räumlichkeit und in den nächsten Videos werden wir auch wirklich sehen, ob man damit auch noch gut segeln kann oder ob es dann wirklich ein Hausboot ist. Aber das werden wir alles feststellen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt rein, abonniert gerne den Kanal, liked gerne das Video, wenn euch das Video gefallen hat. Das pusht uns immer, Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Peace. Ciao. Out. Ciao von hinter der Kamera. Das war's bis hierhin mit diesem Video. Wie ihr seht, ist das hier ein Schiff, auf dem man lebt, wie auf einer ganz normalen Wohnung, nur eben auf dem Wasser. Es ist alles ziemlich komfortabel und trotzdem auch ziemlich autark. Ob es gleichzeitig auch noch gut segelt, können wir noch nicht sagen, aber wir werden es in den nächsten Tagen herausfinden und euch natürlich daran teilhaben lassen. Es ist nicht das Schiff, was wir uns für unser Leben wünschen und ja, wir vermissen unser kleines Leben auf unserem kleinen eigenen schwimmenden Zuhause natürlich auch schon ein wenig. Aber es ist wahnsinnig spannend für uns, in diese Welt hier einzutauchen, ein ganz anderes Schiff kennenzulernen, mit erst noch fremden Menschen zusammenzuwachsen und dann eine Crew zu werden, zu sehen, wie ein Katamaran segelt und herauszufinden, wie anders diese Etappen, die auf uns zukommen, wohl werden. Wir werden auf diesem Weg in die Karibik viel lernen und ganz andere neue Erfahrungen sammeln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da und kommentiert das Video. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.